Hallo meine lieben Leute, heute mal ein besonderer Part. Und zwar habe ich mich gestern um das Mount Lucida Albtraum gekümmert. Das ist ja so eine Rätselquest jetzt hier in Legion. Und seit gestern ist bekannt, wie man das Ganze bekommt. Und ich zeige euch mal meine Zwischenschritte, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar stand das Ganze hier in Dalaran, und zwar im neuen Dalaran, in dem Geschäft Kuriositäten und mehr. Dort gibt es diese komische Pyrrhus-Rolle hier. Und dort haben wir diesen kleinen Rätselspruch und der führt uns dann in das nächste Gebiet, beziehungsweise zum nächsten Rätselpunkt. Und ja, dieser ist Uldua. Wir müssen in die Instanz, es ist eigentlich völlig egal, ob ihr die Instanz geklärt habt oder nicht. Wir müssen auf jeden Fall zum XD002 Dekonstruktor. Es ist auch egal, in welcher Schwierigkeit ihr jetzt da drin seid. Ist völlig unerheblich, 25er, 10er Hero oder nicht, gibt es ja in BOTLK-Instanzen bzw. in Uldua nicht. Also völlig gleichgültig, ich war davor hier schon mal drin, um mir Mimirons Mount zu holen, bzw. hab's versucht, hab's natürlich nicht bekommen, aber deswegen ist das jetzt hier das Ganze schon hier soweit geklärt. Ja, ich teleportiere mich zum Schrottplatz. Hier ist normalerweise der XD002 Dekonstruktor. Und zwar müssen wir hier auf diesen komischen Schrotthaufen oben drauf. Ich weiß gar nicht, ob der Hebel sonst da ist. Und zwar seht ihr hier jetzt diesen Hebel. Den aktiviert ihr. Und dann spawnt hier links von uns gleich so eine große Plattform. Beziehungsweise so ein großes Mosaik. Ja, aus Glühbirnen. Und da sieht man jetzt dort. Und dort müssen wir ein Zeichen mit den Glühbirnen markieren. Das fand ich am Anfang ziemlich kompliziert. Und zwar blende ich euch jetzt gleich das Muster ein, welches hier eingeblendet werden muss. Ich glaube, das ist das Muster von Mimiron, das Siegel von Mimiron. Ich dachte am Anfang, ich habe das ja auch nicht selber rausgefunden, ne? Aber ich dachte am Anfang, diese komischen Quadrate stehen für auch Quadrate, die ich mit diesen Lampen da aktiviere. Ist aber nicht so. Und zwar steht jedes Quadrat auf dieser Fläche für eine Lampe. Das heißt, ihr müsst das so machen. Am besten aktiviert ihr die ganze Fläche, dann guckt ihr auf diesen Plan und jedes Quadrat steht dann für eine Lampe und dann deaktiviert ihr die freien Flächen, die dann auf dem Bild da zu sehen sind, auf dem Beispielbild. Also, das fand ich noch relativ vergleichsweise einfach. War ein bisschen mühselig, hat ein bisschen gedauert, bis ich die ganze scheiß Lampen aktiviert habe. Deswegen jetzt hier auch gerade mal im Speed-Up, ja, wenn man es dann geschafft hat, despawnen die Lampen und in der Mitte kommt der nächste Hinweis, 1000 Jahre Gefangenschaft, darunter leidet der Geist sicherlich, das war auf jeden Fall der zweite, beziehungsweise der dritte Schritt und, jetzt geht's halt ins nächste Gebiet und das ist wieder eine Instanz, diesmal in Silithus, kennt jeder, war ich auch schon öfter drin, ne, um mir das Pad zu holen, den Götzen des Anubisat von den Imperatoren in Akku 40, ganz wichtig, nicht Akku 20, also nicht den linken Eingang, sondern weiter nach oben zu Akku 40, dort müssen wir bis zu C tun, das werde ich gleich auch im Vorlauf wieder zeigen, also ich kommentiere das auch gerade nach. Falls es hier zu der einen oder anderen Verwunderheit kommt, dass ich hier Sachen weiß, die ich gar nicht wissen kann. Auf jeden Fall müssen wir hier rein. Jetzt kommt halt gleich der Speed-Up. Und einmal komplett durch. Sollte eigentlich jedem bekannt sein, wie Akku 40 aufgebaut ist. Ist auch nicht sonderlich kompliziert. Es gibt hier eigentlich nur einen Gang. Einen Weg, den man gehen kann. Ich dachte, man könnte die Bosse teilweise auslassen, aber wenn man dann da vorbeigeht, droppt man sie dann trotzdem, beziehungsweise nicht droppt man sie, sondern pullt man sie trotzdem. Außer Oru am Ende, aber ansonsten einfach mal eben kurz alles killen. Der Götz ist übrigens auch gedroppt, lustiger Fun Fact. Auf jeden Fall kommen wir dann hier dran vorbei. An Zetun können wir ignorieren, wir gehen einfach weiter hier im Gegengang weiter entlang und dann kommen wir hier zu diesem Altar und hier ist so eine Gedankenlarve. Diese Gedankenlarve klicken wir an. Ja, und am Anfang dachte ich, da passiert nichts, aber es ist dann tatsächlich so, dass hier so ein Candy Crush Game spawnt. Ja, das ist eigentlich ganz lustig.
ich muss jetzt hier nochmal kurz sehen, dass ich das Ganze irgendwie in die richtige Position bekomme. Dann habe ich hier mein Interface ausgeblendet, damit man uns besser sieht. Und das ist halt echt Candy Crush. Einfach immer vertauschen, dass man mindestens drei in einer Reihe hat. Und ich weiß nicht genau, wie lange man das machen muss. Ich weiß auch nicht, wie viele Punkte die Kombinationen geben. Ich habe das jetzt auch gleich im Speedup gemacht. Es fühlte sich ziemlich lange an. Ich hatte mal irgendwo gehört, dass 5 in einer Reihe ein Instant-Sieg sind. Aber ich habe irgendwo auch mal 5 in einer Reihe gehabt. Das war kein Instant-Sieg. Also macht das einfach so lange, bis es fertig ist. Das sind halt einfach, man muss halt einfach Punkte haben. Hier mit den Augen gerade hat man es auch gesehen. Da dachte ich, da könnte ich vielleicht eine 5er-Reihe hinbekommen. Hat nicht funktioniert, also who even cares. Einfach machen und irgendwann habt das dann. Das fand ich auch eigentlich noch vergleichsweise angenehm. Wenn wir das jetzt gleich fertig haben, dann spawnt halt wieder eine Inschrift. Wieder eine Karte, die liegt dann davor. Und auf dieser steht dann noch tiefer als tief. Euch erwartet euer Sitz. Ich weiß überhaupt nicht, wie man auf diese Lösungsvorschläge kommen kann. Also ich habe nicht die geringste Ahnung, ja. Auf jeden Fall heißt das, ja gut, tiefer als tief, da könnte man eventuell noch auf die Idee kommen, dass das was mit Tiefenheim zu tun hat. Und in der Tat, das Ganze hat was mit Tiefenheim zu tun. Und zwar müssen wir hier zu den Koordinaten 68, 26. Geschliffener Schlund. Dort ist so ein tiefes, tiefes Loch, so eine Höhle. Und ganz wichtig, ihr müsst dabei haben, dieses Item, die Schattenzwirnmaske. Die kann man sich erfarmen, das Rezept, ich weiß gar nicht genau wo, aber das könnt ihr auch googeln. Oder ihr könnt es aus dem Auktionshaus kaufen, ich habe es aus dem Auktionshaus gekauft. Das war relativ günstig, vergleichsweise für so ein Hype-Item, ja. Hat 7.000 gekostet, also als ob ich den Scheiß da farmen werde, ja. Also da hatte ich dann echt keine Zeit dazu und keine Lust vor allen Dingen auch dazu. Aber klar, wenn ihr geizig seid oder Geld sparen wollt, dann müsst ihr euch das Ganze farmen. Hier, dieser Wurm ist ein bisschen knifflig, da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht von dem erwischt werdet, dann wird er nämlich wieder direkt raustransportiert. Das ist ein bisschen tricky. Wir gehen hier auf jeden Fall weiter und dort hinten ist dann so ein dunkler Spalt. Ihr seht gleich, was ich meine, da können wir draufklicken und dann werden wir nach unten teleportiert. Wie gesagt, wichtig, dass ihr die Maske dabei habt, weil ihr müsst da unten interagieren mit der Maske auf, damit ihr das nächste Ding bekommt, den nächsten Hinweis. Hier war jetzt das Problem, dass die Horde da unten mega stunk gemacht hat. Ich habe jetzt hier versucht, irgendwie noch einen Raid zu bekommen, um da irgendwie Phasing, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe das davor 5-mal versucht, habe es 5-mal nicht geschafft, weil die Horde mich instant umgelegt hat. Deswegen jetzt hier ein kurzes Speedup, dann hat plötzlich jemand geschrieben, es geht jetzt und dann bin ich halt auch runter, weil die Horde dann doch wieder zur Vernunft gekommen ist. Allerdings muss man auch zur Verteidigung der Horde sagen, davor war die Allianz da, da fehlte mir aber die Maske, weil ich das vercheckt hatte und deswegen konnte ich es nicht machen, da hat die Allianz die Horde die ganze Zeit abgefangen. Also ihr seht es hier unten auch, es ist die Hölle los, also Rätsel ist raus und jeder will den Shit machen. Auf jeden Fall Maske aufsetzen, das habe ich in diesem Fall schon gemacht, dann interagiert ihr mit dem seltsamen Schädel und dann dachte ich erst, was passiert hier, es ist gar nichts passiert. Liegt daran, dass dieser neue Zettel vor dem Thron spawnt. In diesem Fall habe ich es nicht gesehen, weil hier überall diese toten Dinger rumliegen, die Skelette, und die das einfach hier mal komplett verbergen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann doch auf die Idee gekommen, hey, die Notiz liegt ja da und ich habe da sogar 2-mal schon draufgeklickt und habe es irgendwie nicht gecheckt, wenn ich das jetzt gerade mal richtig sehe. Ja, ist ja auch lustig. Ja, aber ich bin wohl nicht der Einzige, der zu dumm ist, das irgendwie zu rallen. Ja, jetzt gleich sehe ich es. Jetzt. Du hast doch schon wieder drauf gezeigt. Seht ihr, das ist so, jetzt sehe ich es gerade. Wenn ich es jetzt von jetzt sehe, merke ich jetzt auch, wie doof das eigentlich war. Ich hätte es eigentlich schon wieder drauf gewesen. Ja, jetzt hast du es, meine Fresse. Gut, und hier gibt es halt den nächsten Hinweis, wo der schattenhafte Delegierte eventuell auftaucht. Da auch keine Ahnung, wie man da auf die nächste Mission kommen könnte, aber die Rätselleute haben es innerhalb von 3 Tagen auch rausgefunden. Nach Gnomerigan. Gnomerigan ist der nächste Schritt, Ironforge teleportieren, meinetwegen über hier Pandaria Hauptstadt dann in die Instanz rein. Und hier kommt dann auch was Interessantes, also der Eingang zur Instanz sollte in jedem bekannt sein. Ich habe das jetzt auch gleich im Speedup gemacht, einmal runter, zack. Man muss halt manuell rein, weil man halt nicht den... Das ist halt der große Nachteil von den Leuten, die die ganze Zeit immer nur durch diese Dungeon-Feinde da reingekommen sind. Haben dann eventuell mal Probleme, den Eingang zu Gnomerigan zu finden. Auf jeden Fall gehen wir in der Instanz weiter und kommen dann irgendwann in Gnomerigan, wenn ihr den genauen Weg nicht wisst. Eigentlich ist der nicht schwer, müsst einfach nur den normalen Instanzlauf folgen.
kommt ihr zu diesen komischen Pulten und dort können wir eine Zahlenkombination eingeben. Und diese Zahlenkombination lautet 12221765979. Ich habe euch das da unten links nochmal eingeblendet, falls ihr es tatsächlich nachmachen wollt. Es gibt mit Sicherheit bessere Guides als mein. Das ist auch, soll auch kein Guide an sich sein, sondern einfach nur mein, meinen Fortschritt so ein bisschen dokumentieren, wie ich das Ganze gemacht habe, weil es bei mir relativ fix ging. Ich habe 2,5 Stunden oder drei Stunden für alles gebraucht und entweder hatte ich extrem viel Glück oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müsst ihr das hier so eingeben. Wie diese Zahlen kamen zustande, das kann ich euch mal eben kurz sagen. Es ist ganz lustig. Wo habe ich das denn? Irgendwo hatte ich das, glaube ich. Ich kann es mal eben kurz gucken. Genau. Dieser Code referiert angeblich an 3 Pet-Battle-Fähigkeiten. Es gibt also Murloc-Verstrickung, mächtiger Sturmangriff und Augenstrahl. Das sind 3 Attacken. Und diese Attacken verursachen 684, 560 und 1110 Schaden. Daraus haben wir dann den Code. Den drehen wir um. Bekommen dann 0111605486 und addieren dann jeweils nochmal plus 1 dazu. Und dann haben wir den Code, den Binärcode, beziehungsweise den Code, den wir hier unten eingeben können. Absolut krank, ich weiß gar nicht. Es gibt Leute anscheinend, die haben in WoW mehr als nur genug Zeit für WoW zur Verfügung, aber ich finde es ja eigentlich lustig, solche Sachen zu machen. Ja? Also ich glaube, es gibt noch ein anderes Rätsel, und da wollte ich mich auch nochmal mit beschäftigen und das nachmachen. Aber ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich würde es jetzt nicht nochmal machen wollen. Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich habe das Mount jetzt ja auch Lucider Albtraum jetzt ja halt mit jedem Charakter. Man muss das Rätsel ja nur einmal machen, Gott sei Dank. Wenn ich das übrigens jetzt gerade sehe, hätte ich das übrigens auch durchaus im Speedup machen können. Aber ich glaube, ich wollte es euch einfach nochmal zeigen, wie man jetzt hier genau die Zahlen noch macht. Also am meisten Probleme hatte ich tatsächlich bei dem Uldur-Rätsel, weil ich echt davon ausgegangen bin, dass das immer Vierecke sind. Deswegen ist die Zeichnung vielleicht noch nicht ganz perfekt, aber ich habe keine andere gefunden. Aber ganz wichtig, diese Quadrate stehen nicht für Quadrate, die man mit den Lampen aktivieren muss, nochmal an dieser Stelle, sondern wirklich für einzelne Lampen. Ein Quadrat, eigentlich eine Lampe. Das muss man erstmal, deswegen, es hat bei mir auch echt lange gedauert, dieser Scheiß. Ich habe da echt mehrere Aufnahmeversuche gemacht und habe es dann am Ende dann, gecheckt. Aber es hat ein bisschen gedauert. Muss man tatsächlich zugeben. Ja, und dann bekommen wir hier die nächste Notiz. Und diese Notiz verweist uns nach Valshara. Und zwar zu den Koordinaten 66, 38. Da unten ist eine kleine Hütte und in dieser Hütte ist ein Tumor. Und diesen Tumor müssten wir essen und dann gibt es ein neues Spiel. Und dieses Spiel fand ich auch ein bisschen abgefuckt. Das fand ich sehr viel schlimmer als das in Akku 40. Hier ganz nervig, bleibt nicht da drin stehen, dann werdet ihr von der Horde umgelegt. Wenn ihr vor der Hütte steht, werdet ihr von so einem Scheiße begrüßen, angegriffen und werdet abgebrochen. Deswegen sucht euch irgendwo ein stilles Plätzchen. Ich weiß nicht, wie weit man weggehen kann, ohne dass das Ding despawnt. Ich habe mich dann hier hingestellt, hier ging's, weil man braucht ein bisschen. Ich fand das Rätsel scheiße. Man muss es halt aus diesen ganzen komischen Dingern nicht. Angeblich soll das so ähnlich sein wie so ein Blinkdron-Spiel. Ich habe das Spiel zum ersten Mal in WoW gesehen. Auf jeden Fall muss man irgendwie 4 oder 5 Quadrate hinbekommen. 1 ganz außen und dann sind noch 3 innen drin. Also 4 sind's, glaube ich. Das ist jetzt auch keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, denn das ist random, wie ich gehört habe. Jeder hat unterschiedliche Rätsel. Aber es zeigt so, jetzt habe ich das erste äußere Quadrat, beziehungsweise den äußeren, nicht das äußere Quadrat, sondern das äußere Vieleck fertig gemacht und jetzt mache ich da drin noch 3 oder 4, ich weiß gerade gar nicht, die sind glaube ich doch 4. Dann hat man das Ganze fertig bekommen, das Ganze despawned und dann ist jetzt in der Hütte die weitere Notiz, die uns dann zum nächsten Target führt. Und das nächste Target ist Pandaria und dort müssen wir zum Kunlai-Gipfel. Dieses Rätsel, was jetzt kommt, fand ich schon ein bisschen abgefuckt. Wir sind jetzt, wie gesagt, bei den Mogu-Ruinen 5349 oder 5348. Auch hier schon wieder mehrere Leute. Und dort müssen wir jetzt weiter. Und dort gibt es eine große Urne und die müssen wir anklicken. Und dann werden wir in eine neue Phase teleportieren, in ein neues, in Anführungszeichen, Szenario. Hier haben wir ein Labyrinth und dieses Labyrinth hat mich ziemlich sehr an Pokémon erinnert. Ich weiß nicht, welche Pokémon-Edition das war. Rubin? Kann das sein? Dort gab es auch so eine Höhle. Und zwar füllt hier jeder Gang, ich habe das jetzt mit massivem Speedup gemacht, weil es hat ungefähr 38 Minuten gedauert, jeder Gang führt immer in einen neuen Raum und das ist so ein unendliches Labyrinth gefühlt. Und hier gibt es Fackeln, hier sind die gerade jetzt nicht aktiviert, aber es gibt hier irgendwo Fackeln und dann gibt es auch noch dazu so passende Runen. Und die muss man zueinander führen.
Aber das Ganze folgt irgendwie keinem Schema. Angeblich kann man sich Karten erstellen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gestern das TV-Duell gesehen von Merkel und Schulz und habe dabei diesen Shit gemacht. Ja, bin einfach immer weitergelaufen. Ich hatte wohl anscheinend relativ viel Glück. Auf jeden Fall habe ich es relativ schnell geschafft. 38 Minuten, 39 Minuten. Ich habe gerade nachgeguckt. Auf der RAW-Datei, es waren 38 Minuten und 40 Sekunden. Da war ich durch. Also wirklich vergleichsweise schnell. Aber es hatte mich wirklich an diese... Es gab irgendwo in Pokémon, gab es genau so einen Schmarrn. Ja, genau sowas. Wo du immer wieder in gleichaussehende Höhlen kamst und dort gab es dann nach und nach Rätsel und irgendwie hat man das Gefühl, es spawnt immer wieder neue Räume. Auf jeden Fall habe ich es dann letztlich geschafft. Du aktivierst die letzte Rune und dann verlässt du nochmal den Raum und dann kommst du in die endlosen Hallen und dort liegt dann die letzte Notiz. Und diese letzte Notiz führt uns dann finally nach Karazhan. Und zwar nicht nach Karazhan in Karazhan, sondern nach Karazhan in die vergessene Krypta. Ja. Das ist beim Friedhof da bei Karazhan, müsst ihr relativ leicht finden. Ich habe das jetzt hier nicht im Speedup gemacht, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe hier am Anfang den Weg nicht gecheckt. Ja, also hier sieht man einige Leute, die meinen, sie wüssten, wo sie lang müssen und wenn du denen dann folgst, checkst du erst, hier müssen wir übrigens rechts sein, das habe ich am Anfang auch nicht richtig gecheckt, dann checkst du erst, dass der erste schon falsch war, dann läuft man dem ersten Falschen hinterher und dann gibt das so eine Gruppenschlange, laufen alle plötzlich in die falsche Richtung und keiner checkt oder keiner weiß, wo er genau hin muss. Hier, der zum Beispiel ist nach links gelaufen, das ist falsch. Beziehungsweise ist es richtig oder falsch, ich wusste es jetzt gerade selber nicht, ich habe es nochmal nachgeguckt, habe mich hier hingestellt, positioniert, es ist, glaube ich, doch nach links oder nach rechts, I don't know. Ne, hier, tatsächlich, hier ist richtig. So. Also ich habe das jetzt wirklich, also falls ihr den Weg nicht kennt, lauft da nicht random rein und versucht das so zu finden, das ist nämlich Abfuck. Jetzt, wo ich es weiß, würde ich es auch so finden, aber ja, am Anfang nicht. Da habe ich es wirklich ein paar Mal versucht, bin auch ein paar Mal umgelegt worden, weil die Horde ist immer aggro und ihr müsst euch gerade damit rechnen, dass wirklich viele Leute den Shit machen wollen. Und übrigens nochmal auf das Rätsel davor, mit dieser Höhle. Wenn ihr euch dazwischendurch ausloggt, müsst ihr das Ganze nochmal von vorne machen. Also nicht das ganze Rätsel, aber dieses spezielle Rätsel im Kunlai-Gipfel. Also die Zwischenschritte werden gespeichert, soweit ich das weiß. Wie das nach einem Realm-Reset ist, weiß ich allerdings nicht. Ich würde es im Zweifel wirklich in einer Session machen, um ganz sicher zu sein. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wenn man sich... die müsst ihr übrigens jetzt runtertauchen, auch ganz wichtig. Der eine ist da zum Beispiel oben weitergelaufen. Das habe ich ein paar Mal auch gemacht, das ist halt nicht richtig. Wenn ihr sicher gehen wollt, dann macht's in einem Rutsch durch. Denn wenn ihr euch in diesen Hallen da zum Beispiel ausloggt, weil ihr, keine Ahnung, auf Klo müsst oder sonst was telefonieren oder weiß der Kuckuck was, dann werdet ihr aus diesem Szenario in Anführungszeichen geportet und müsst den ganzen Shit nochmal machen. Das ist gerade da relativ ärgerlich, weil ich mir gut vorstellen kann, dass wenn es scheiße läuft, dass du dann durchaus ein paar Stunden dafür brauchst. Also da könnt ihr Zeit einplanen. Guckt euch eine Serie, einen Film an, holt euch was zu essen und dann macht den Shit einfach random durch. Macht meinetwegen einen Plan, weiß der Kuckuck. Auf jeden Fall, am Ende hier in der vergessenen Krypta gibt es diesen toten Schädel, Knochen, Haufen und dort haben wir dann das Mount. Luzider Albtraum. Das Mount, weswegen wir den ganzen Schmarrn hier gemacht haben. Ich zeige euch gleich auch mal, wie das Ganze aussieht. Der Dudu meint jetzt übrigens, mich auch noch mal gleich mal kurz angreifen zu müssen. Der Penner, ich weiß nicht, ob das ein Versehen war. Auf jeden Fall hat mich ein Dudu auch letztens mal so angegriffen. I don't know. Ich habe mich jetzt in die Garnison teleportiert. Beziehungsweise mache ich gleich und dann zeige ich euch nochmal das Mount jetzt zum Abschluss. Auf jeden Fall war es das. Das war mein in Anführungszeichen Weg zu diesem schönen Mount. Ich fand es eigentlich wirklich ganz, ganz lustig. Hat mir den Sonntagabend schön versüßt in Anführungszeichen. Und falls ihr das auch machen wollt, also ich kann euch empfehlen, ihr könnt das natürlich nach meinem Video machen, aber im Zweifel nehmt euch irgendwie einen richtigen Guide von Google. Also ich glaube, diese schriftlichen Guides sind einfach besser oft, weil die einfach besser von BAFT meinetwegen oder von MMO-Zone, keine Ahnung, irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall jetzt mein persönlicher Weg. Ich zeige ihn jetzt euch nochmal. Luzider Albtraum, übrigens kein Flugmount, nur ein Bodenmount, so wie ich das sehe. Ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit meinem Weg zum luziden Albtraum und wir hören uns dann beim regulären Let's Play wieder. Macht's gut.